ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier und willkommen beim heutigen Basteltipp. Für den heutigen Basteltipp braucht ihr einmal eine Stempelmatte, Osterstempel eurer Wahl, weiße Stempelfarbe, einen Locher für einen Kreis, 9,5 mm, eine halbe Acrylkugel, eine Schere, ein Heißluftgerät, ein Karabiner, wenn ihr einen Schlüsselanhänger machen wollt, und wenn ihr eine Kette machen wollt, eine Schlaufe. Und für eine Kette braucht ihr noch ein Lederband und einen weißen Gelstift. Außerdem braucht ihr noch schwarze Schrumpffolie. Als erstes nehme ich die schwarze Schrumpffolie, nehme die matte Seite nach oben, nehme ein Acrylei und meinen weißen Gelstift und nehme dieses Acrylei als Schablone zum Vorzeichnen. Natürlich könnt ihr das auch aus der Hand malen. Jetzt nehmt ihr eine scharfe Schere und schneidet das Ei einmal aus. Als nächstes nehmt ihr euren runden Locher und locht einmal in der Spitze des Eis einen Kreis aus. So, damit der Rand auch schön gestaltet ist, nehme ich jetzt meine Stempelfarbe und brasche noch so ein bisschen den Rand an. Als nächstes braucht ihr entweder eine feuerfeste Unterlage oder ihr mal nehmt ein Backblech als Unterlage oder ihr backt das Ganze direkt im Backofen. Das geht natürlich auch. Ich nehme jetzt heute zu Hilfe meinen Heißluftföhn. Ich föhne das jetzt einmal an.
begradigt sich wieder, nachdem es sich erst gekräuselt hat. Solange es jetzt noch warm ist, verbrennt euch bitte nicht, kann man das jetzt noch ein bisschen begradigen. Ja, und schon habt ihr einen schönen Anhänger, den ihr selbst gestaltet habt. Wie ihr gesehen habt, ist das Ganze ganz schön geschrumpft, deswegen heißt das Schrumpffolie. So, wenn ihr wollt, macht ihr eine Schlaufe dran und ihr habt eine schöne Kette fertig. Oder ihr nehmt so einen Schlüsselanhänger mit Karabiner. Und dann habt ihr euren osterlichen Schlüsselanhänger. Ja, ich hoffe, diese schnelle Do-it-yourself-Idee für Ostern hat euch gefallen. Natürlich kann man diese Schrumpffolie jetzt nicht nur für Ostermotive benutzen, sondern natürlich auch für Herzchen oder für andere Motivstempel. Ihr könnt natürlich auch die Schrumpffolie bemalen. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Wollt ihr mehr darüber wissen, über diese Schrumpffolie? Gebt mir doch einen Kommentar unten ins Kommentarfeld. Und ich weiß dann, dass ihr dann noch was drüber sehen wollt. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, eure Tanja.